Digitalisierung ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen für die Akredia. Bei uns geht es darum, den Unternehmen den Rücken freizuhalten, damit sie Geschäfte im In- und Ausland in aller Ruhe machen können. Unsere Aufgabe dabei ist es, Risiken zu erkennen, zu bewerten und abzusichern. Dazu analysieren wir laufend Länder, Branchen und Unternehmen und beobachten das Zahlverhalten von 83 Millionen Unternehmen weltweit. Dass wir auf Basis dieser Flut an Zahlen und Informationen schnell und gut eine Entscheidung treffen können, geht nur, wenn wir uns in einem hohen Maße digitalisieren. Neben unserer traditionellen Produktentwicklung haben wir seit einigen Jahren unser Innovation Lab. Die Aufgabe unserer Kolleginnen und Kollegen dort ist es, gemeinsam mit Kundinnen und Kunden an neuen Lösungen zu arbeiten. Denn am Ende des Tages geht es darum, den Unternehmen einen Mehrwert zu bieten. Unser Innovation Lab holt sich aber auch Inspiration außerhalb unserer Branche, zum Beispiel wenn es um neue Trends im Kundenservice geht. Erst vor kurzem waren wir bei einem Ideenaustausch mit anderen Unternehmern am Flughafen in Wien. Ich finde den Hackathon einfach großartig. Als Unternehmen schwimmt man oft meist in der eigenen Suppe. Da tut es einfach nur mal gut, die Dinge von Zeit zu Zeit aus einer anderen Perspektive und mit einem frischen Mindset zu betrachten. Der Hackathon ist eine große Spielwiese und ich freue mich schon riesig darauf, die Ideen der Teilnehmenden zu begutachten. Gleichzeitig wollen wir Talente auf Akredia als Arbeitgeber aufmerksam machen. Wir sind noch sowas wie ein Geheimtipp für Jobsuchende und wollen zeigen, warum wir auf Kununu zu den Top 5% der Firmen mit den besten Bewertungen zählen. Auf den ersten Blick fragen sich einige, warum wir uns als Spezialversicherung so für das Thema Nachhaltigkeit engagieren, wenn wir zum Beispiel überhaupt keine Sturm- oder Hagelversicherung anbieten. Es gibt zwei wichtige Gründe, warum uns das Thema Nachhaltigkeit ganz besonders wichtig ist. Zum einen werden sogenannte ESG-Kriterien, also Environment, Social und Governance, früher oder später in unsere Unternehmensbewertung einfließen. Akredia ist sozusagen der Türöffner für Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften. Zum anderen wollen wir aber auch den Unternehmen Mut machen und eine Vorbildrolle übernehmen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaft schaffen können und sehe Nachhaltigkeit als Chance für Europa, einen echten Wettbewerbsvorteil zu schaffen.